Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute habe ich wieder mal ein Häkelmuster für euch, also auch ein relativ einfaches Häkelmuster, welches auch wieder wunderbar für Jacken, Pullover, auch Schal. Ein Schal würde damit auch wunderbar aussehen und vieles mehr verwendet werden kann. Ja? Also es ist wirklich ein einfaches Muster. Also ich zeige euch das natürlich auch so, dass Häkelanfänger gut mitkommen, ja? Okay, ihr Lieben, schaut es euch an, es sieht einfach nur schön aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen und es blendet nicht so. Ich versuche es euch mal ganz genau zu zeigen. So, so sieht es von vorne aus und von hinten haben wir es so. Ja, wer das mag, kann das gerne auch so rum nutzen. Also mir gefällt es besser, wenn es so rum ist. Ja, also das ist für mich die rechte Seite. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ihr Lieben, für dieses wunderschöne Muster braucht ihr eine Maschenanzahl, die durch 2 teilbar ist, sprich also eine gerade Anzahl an Maschen. Und ganz zum Schluss, wenn ihr die aufgenommen habt, macht ihr plus eine Masche noch hinzu, ja? Also insgesamt habt ihr eine ungerade Anzahl an Maschen aufgenommen, ja? Okay, ich zeige euch das hier mit 20 plus eine Masche, also ich nehme 21 Maschen auf, ja? So, 1, 2, 3, 19, 20. 20 ist durch 2 teilbar. Und jetzt kommt die plus 1 noch hinzu. Also insgesamt habe ich hier 21 Maschen. Ja? Okay, kommen wir zur Reihe 1. Die besteht nur aus festen Maschen. Wir machen eine Steigeluftmasche. Und wir gehen jetzt mit der Steigeluftmasche quasi in die zweite Masche ab Nadel. 1, 2. Wir stechen ohne Umschlag in die zweite Masche ab Nadel ein. Upsa. In die zweite einstechen. Na, will nicht. So. Holen uns den Faden. Wir haben 2 Schlaufen auf der Nadel. Holen uns den Faden. Und wir gehen mit dem Faden durch beide Schlaufen. Das ist eine feste Masche. So, dann in die nächste freie Masche. Ja, in die nächste freie Masche, Faden holen und auch wieder beide Schlaufen abhäkeln. Und so macht ihr das die ganze Reihe. Nächste freie Masche, Faden holen, 2 Schlaufen auf der Nadel und beide Schlaufen abhäkeln. Noch einmal in die nächste freie Masche, Faden holen. 2 Schlaufen auf der Nadel und beide Schlaufen mit einmal abhäkeln. So, und die letzte feste Masche der Reihe 1 haben wir auch gehäkelt. Und dann haben wir die erste Reihe geschafft und wir kommen zur Reihe 2. Die Reihe 2 beginnt mit 3 Luftmaschen. Das ist Ersatz für ein Stäbchen. Ihr wendet, macht einen Umschlag. Ihr geht dann in die zweite Masche. Ja, hier sind wir ja in der ersten, sind wir mit den 3 Luftmaschen drin, mit dem Ersatzstäbchen. Und jetzt gehen wir mit Umschlag in die zweite Masche, stechen ein, holen den Faden. Jetzt habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen, durch die ersten beiden Schlaufen häkeln und die anderen beiden lassen wir auf der Nadel. Jetzt macht ihr wieder einen Umschlag, geht nochmal in dieselbe Masche, also in die zweite Masche der Reihe, Faden holen. Jetzt habt ihr 4 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln. Ihr habt noch 3 Schlaufen auf der Nadel, die lasst ihr drauf. Dann wieder Umschlag
Und ihr geht noch ein drittes Mal in dieselbe Masche, also in die zweite Masche der Reihe. Faden holen. Jetzt habt ihr 5 Schlaufen auf der Nadel. Holt euch den Faden, geht durch die ersten beiden Schlaufen durch. Und jetzt habt ihr noch 4 Schlaufen auf der Nadel. Und diese 4 Schlaufen häkeln wir jetzt mit einmal ab. Also Faden holen und durch alle 4 Schlaufen ziehen. Dann macht ihr eine Luftmasche und wieder Umschlag. Ihr lasst jetzt hier eine Masche frei. Ihr geht in die übernächste, stecht wieder ein, Faden holen. Ihr habt 3 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen. Ihr häkelt die ersten beiden Schlaufen ab. Die anderen lasst ihr auf der Nadel. Umschlag. Wir gehen wieder in dieselbe Masche. Faden holen. Ihr habt 4 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen. Ihr häkelt die ersten beiden Schlaufen ab. Ihr habt noch 3 Schlaufen auf der Nadel. Die lasst ihr drauf. Umschlag. Und ihr geht ein drittes Mal in dieselbe Masche. Faden holen. Ihr habt jetzt 5 Schlaufen auf der Nadel, ihr häkelt wieder die ersten beiden Schlaufen ab, ihr habt noch 4 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen und alle 4 Schlaufen mit einmal abhäkeln. Und macht dann eine Luftmasche. Und nochmal Umschlag, ihr lasst wieder eine Masche frei, ihr geht in die übernächste, eine freilassen, in die übernächste einstechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen. Umschlag, das zweite Mal in dieselbe Masche stechen, Faden holen, 4 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, ihr habt 3 Schlaufen auf der Nadel, die lasst ihr drauf, Umschlag, und ihr geht ein drittes Mal in dieselbe Masche, holt den Faden, ihr habt 5 Schlaufen auf der Nadel, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, dann habt ihr noch 4 Schlaufen auf der Nadel, Faden holen und alle 4 Schlaufen abhäkeln. Und eine Luftmasche häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe. Umschlag, eine Masche frei, in die übernächste einstechen, ja, also eine Masche frei, übernächste einstechen, Faden holen, erste beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen. Umschlag, selbe Masche einstechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen 3 auf der Nadel lassen. Umschlag, noch ein drittes Mal in dieselbe Masche stechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln und zum Schluss die restlichen 4 auf der Nadel mit einmal abhäkeln und eine Luftmasche. Dann wieder Umschlag, eine frei, übernächste einstechen, Faden holen, die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen, Umschlag, nochmal in dieselbe Masche stechen, auch hier wieder die ersten beiden Schlaufen abhäkeln, die anderen auf der Nadel lassen, Umschlag und ein drittes Mal in dieselbe Masche stechen, Faden holen, die ersten beiden abhäkeln und zum Schluss alle 4 Schlaufen mit einmal und eine Luftmasche. Eine frei, einstechen und wir häkeln wieder eine Noppe. 1, 2 und 3. So, wir sind am Ende der Reihe 2 angekommen. Wir haben noch eine Masche übrig. Da machen wir einen Umschlag und wir gehen in die letzte Masche der Reihe, holen uns den Faden und häkeln ein Stäbchen. So. Und dann haben wir die Reihe 2 geschafft. Kommen wir zur Reihe 3. D.
Die Reihe 3 beginnt mit einer Wendeluftmasche und wir wenden. Und wir gehen gleich hier vorne in die allererste Masche, hier einstechen ohne Umschlag, Faden holen, zwei Schlaufen auf der Nadel, Faden holen und beide Schlaufen abhäkeln. Wir häkeln jetzt feste Maschen wieder. So, dann geht ihr hier in die nächste Masche, also über der Noppe, geht ihr hier rein. Könnt auch oben gucken, dann seht ihr es besser hier. Da ist die nächste Masche. So. Faden holen. Feste Masche häkeln. Und über die nächste Masche. Faden holen. Feste Masche häkeln. Also die ganze Reihe feste Maschen. Insgesamt häkeln wir wieder 21 feste Maschen oder eben die Anzahl, die ihr am Anfang aufgenommen habt an Luftmaschen. So. Will nicht, so, feste Masche und hier könnt ihr sehen, ja, hier, da müsst ihr einstechen, so, feste Masche und die nächste, hier, feste Masche. Nächster. Und so guckt, seht ihr hier die kleine Masche, da geht ihr rein, feste Masche häkeln, dann haben wir hier die Noppe, dann die Luftmasche im Prinzip, die wir gehäkelt haben. So, und am Ende der Reihe 3 haben wir ja hier noch unser Ersatzstäbchen. Da geht ihr in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und da häkelt ihr auch eine feste Masche. Also insgesamt solltet ihr jetzt diese Anzahl haben an Maschen, an festen Maschen gehäkelt haben, wie ihr auch am Anfang die Maschen aufgenommen habt. Ja? Okay. So, ab jetzt wiederholt sich's. Jetzt kommt immer im Wechsel Reihe 2 und Reihe 3. Reihe 2 zeige ich euch nochmal. Wir nehmen wieder 3 Luftmaschen auf als Ersatz für das Stäbchen. Wir wenden. Wir machen einen Umschlag. Wir gehen in die zweite Masche der Reihe. In die zweite Masche, Faden holen. Und wieder die Noppen häkeln. Die ersten beiden abhäkeln, Umschlag, Faden holen, die nächsten beiden Schlaufen abhäkeln, Umschlag und ein letztes Mal dieselbe Masche und die ersten beiden und die 4 Schlaufen dann mit einmal abhäkeln und eine Luftmasche. Und wieder Umschlag, eine frei, in die nächste einstechen und wieder eine Noppe häkeln. Also wirklich ein einfaches Muster, ein schönes und einfaches Muster, was auch Anfänger, denke ich, häkeln können. Mit ein bisschen Übung läuft es dann wie von allein. So, und am Ende der Reihe dann wieder Umschlag und in die letzte Masche wieder ein Stäbchen häkeln. So, und dann haben wir die Reihe 2 wiederholt
Und jetzt kommt wieder die Reihe 3, also die festen Maschen. Wir machen eine Wendeluftmasche und ihr geht hier vorne in die allererste Masche und feste Masche häkeln. Und dann sind das hier bei mir dann wieder insgesamt 21 feste Maschen, die ich häkle. So, okay. Dann denke ich, kriegt ihr das hin? Und ich finde, wie gesagt, das ist wirklich ein wunderschönes Muster, ja? Und ist wirklich auch für Anfänger geeignet, lässt sich wirklich schön häkeln, wie gesagt, auch wunderbar als Schal oder als Jacke, Weste, Pullover, auch als Decke, als Tagesdecke, wunderschönes Muster. Man kann es ja auch zweifarbig häkeln, ne, dass man hier eine Farbe nimmt und die festen Maschen mit einer anderen Farbe häkelt. Das ist aber wie immer euch überlassen, denn die Geschmäcker der Gestecke sind verschieden. Ich glaube, so heißt das. Okay, ihr Lieben, dann möchte ich mich hier an der Stelle bedanken. Ich hoffe, euch gefällt das Muster genauso gut wie mir. Habt viel Spaß damit. Häkelt schöne Projekte, gerne auch Fotos an mich, ich würde mich riesig freuen. Und ja, besucht mich auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr mögt. Lasst mir natürlich ein Like da, wenn es euch gefallen hat oder das Muster euch gefällt, dann gerne ein Like. Und ich sage, habt eine wunderschöne Zeit, vor allem bleibt gesund. Und ich sage, bis bald, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.